Man muss im biologischen Weinbau auch spritzen, aber man spritzt andere Mittel. Andreas May ist Inhaber und Winzer. Das ist eine wunderbare Region, die man eigentlich gar nicht so kennt. Wir sind eigentlich im unteren Aaretal. In der Nähe befindet sich ein Naturschutzgebiet, der Klingnauer Stausee. Dann kommt Waldshut, da sind wir schon im Südschwarzwald. Was zeichnet eigentlich diese Region aus, dass sie geeignet ist für so ein Weingut, wie du es betreibst seit Tradition oder Familie? Ja, das untere Aaretal ist geografisch interessant. Wir sind zwischen dem Wasserschloss und der Rheinmündung, haben sehr kalkhaltige Böden in der Regel. Wir liegen relativ tief. Das hat, dass wir einen frühen Vegetationsbeginn haben und wir auch hochreife Trauben lesen können. Ich glaube, wir sind in einem interessanten Weinbauklima. Es gibt ja so viele Traubensorten und wir stehen jetzt mitten in diesem Rebberg. Welche Trauben hast du eigentlich jetzt hier angepflanzt? Was sind so die üblichen Trauben? Also wir sind im sogenannten Pinot Belt, im Blauburgunder oder im Burgundergürtel. Alle Sorten, die in dieser Familie sind, die passen sicher sehr gut in unser Klima, auf unsere Böden. Merlot sehe ich hier. Nein, hier sind wir in einer Sortensammlung. Ich habe hier, seit ich im elterlichen Betrieb tätig bin, Rebsorten gesammelt. Mittlerweile habe ich hier eine Fläche von etwa 30 Ar, auf denen stehen gut 200 Rebsorten. Gut, du, also andere sammeln irgendwie Briefmarken und du sammelst eigentlich Rebsorten. Ich sammle Rebsorten. Genau. Und die wachsen jetzt alle hier und das funktioniert, ja, aber nur weniger. Siehst du, da ist die Sorte Grenache. Das geht gar nicht hier, das ist ganz leer. Eben, das ist Grenache. Das ist eine Sorte, die kommt aus Südfrankreich. Ah, und ist schon sehr alt. Das war eine meiner ersten, die ich gesammelt habe. Ja, aber sie überleben nicht gut hier. Es geht ihnen nicht gut. Nicht? Und woran siehst du, dass die jetzt leidet? Ich denke, sie ist zu spät reif für unser Klima. Okay. Aber du kannst jetzt aus diesem Sammelsurium von Museumsweinen quasi hier auch einen Wein machen. Gibt es da einen Verschnitt? Ja, ich habe so einen Hauswein, den ich daraus kälte. Okay. Ist eigentlich nicht unbedingt im normalen Sortiment. Tatsächlich haben wir aber nicht nur historische Sorten, sondern auch sehr viele Neuzüchtungen. Wir haben auch sehr viele eigene Züchtungen, die pilzresistanzfähig sind. So ist es nicht nur ein Museum, sondern auch eine Vergleichsanlage für aktuelle Sorten. Du hast dich entschieden für biologischen Anbau. Woher kommt der Entscheid? Ist das ein Entscheid auch für die Umwelt, ganz klarer Grundhaltung? Oder ist das auch ein bisschen Zwang aus der Not? Also, ich habe mich langsam angenähert. Das war kein plötzlicher Entscheid. Und ich habe Versuche gemacht, zuerst einmal ohne den Einsatz von Herbiziden. Man sieht jetzt zum Beispiel hier, dass wir keine Herbizidstreifen haben, sondern dass wir mit unseren Mähern da frei mähen. Dann das Thema Pflanzenschutz kam dann und so habe ich mich einfach dieser Thematik langsam angenähert. Ich stelle aber fest, dass es wirklich gut geht und die Reben sind gesund und das hilft mir vielleicht auch diese Terroir, diese lagetypische Prägung des Weins noch mehr zum Ausdruck zu bringen, wenn ich das ohne diese systemischen Pflanzenschutzmittel mache. Also systemisch heißt eben, also, das sind synthetische, in der Chemie hergestellte Mittel, die eigentlich nicht aus der Natur stammen. Vor allem auch Mittel, die in den Stoffwechsel der Rebe gehen. Ah, okay. Das möchte ich nicht. Ja, okay. Du hast es ja gesagt, Züchtungen, es gibt auch junge Reben und die Rebschule ist auch ein großes Gebiet, das, mit dem du dich beschäftigst. Und jetzt besuchen wir diese jungen Rebe, der Kindergarten quasi. Und Regula wird dir jetzt da ein paar Fragen stellen. Schauen wir uns die Reben doch mal ein bisschen gerne näher an. Ja. Wie gesund sind die jetzt? Also die sind ganz gesund. Wir haben keine Pilzkrankheiten. Sie sind jetzt in einer Größe, dass wir sie dann ein erstes oder ein zweites Mal wieder ein bisschen zurückschneiden. Sie müssen ja hier nicht übergroß werden. Die Reben werden im Mai eingeschult und im November ausgeschult, werden dann über den Winter im Kühlraum gelagert und stehen dann den Winzern im nächsten Frühling zur Verfügung. Wer kriegt diese heranwachsenden jugendlichen Reben? Also unsere Kunden sind in der ganzen Schweiz.
Ich schätze, dass etwa jede achte Rebe, die in der Schweiz gepflanzt wird, aus dieser Produktion stammt. Wir haben aber auch nebst unseren Winzern in der Deutschschweiz, in der Westschweiz und im Genfersee und im Wallis und im Tessin haben wir auch etwas Kundschaft im Ausland. Exotische Destinationen sind zum Beispiel Nepal. Oder wir haben auch vor Jahren noch größere Mengen dann auch sogar bis Korea und China geliefert. Du hast uns vorhin gesagt, dass du biologisch anbaust. Wir haben jetzt einen Traktor gesehen, der da Pflanzenschutzmittel sprüht. Geht das zusammen? Man muss im biologischen Weinbau auch spritzen, aber man spritzt andere Mittel. Es geht im biologischen Landbau darum, dass man keine systemisch hergestellten Pflanzenschutzmittel verwendet. Eigentlich Produkte, die die Natur auch selber irgendwie hergibt, wie Tonerde oder Schwefel oder Kalk und im weitesten Sinne auch minimalen Dosen Kupfer. Das ist eigentlich das Programm, das wir auch applizieren. Es braucht dafür aber höhere Anforderungen an die Technik, an die Applikationstechnik. Wir brauchen bessere Maschinen, die diese Pflanzenschutzmittel noch besser an das Blatt applizieren. Und so geht es. Aber auch der biologische Landbau ist von den Pilzkrankheiten betroffen, wie der konventionelle auch. Also wir müssen da auch etwas dagegen haben. Der Aufwand für die Bodenbearbeitung ist größer. Wir haben keine Herbizide. Wir müssen also den Boden immer wieder bearbeiten, öffnen. Wir müssen dann auch von Hand, wo nötig, Unkraut beseitigen. Das kostet also alles aufwendig. Und so macht es die Produktion natürlich auch teurer. Wir Schweizer, wir dürfen bald einmal darüber abstimmen, über die sogenannte Trinkwasserinitiative und Pestizidinitiative, wo es wirklich darum geht, da diese Pflanzenschutzmittel ganz zu verbieten. Ist jetzt das für dich eine Bedrohung oder eher eine Chance? Wir stehen in einem Wettbewerb. Und für einen Teil der Konsumenten ist es, die sind aufmerksam und wollen entsprechend produzierte Lebensmittel einkaufen, aber für viele auch nicht. Mhm. Und diese erreichen wir halt so nicht. Dann hätten wir einfach auch noch mehr Import- oder Preiskonkurrenz und das würde die Schweizer Produkte noch mehr verteuern. Also da wäre ich jetzt skeptisch. Ich werde selber diesen beiden Initiativen nicht zustimmen, aber weiterhin alle Maßnahmen unterstützen, die in der Schweiz den biologischen Landbau fördern. Wir sprachen ja von dieser Weinschwemme. Also wir sind jetzt im Jahr 2020. Wieso gibt es eigentlich die Schwemme? Du hast es erwähnt schon von der Konsumschrumpfung und so, aber diese Schwemme ist es eigentlich, ist ja schön, wenn wir so viele Weine haben. Ja, so sehe ich das auch. Also man hat ja dann Freude in den Reben, wenn man sieht, wie da schöne Trauben hängen. Das war 2018 zum Beispiel so, 2019 auch schön. Und nun sind die Gebinde zum Teil noch voll mit sehr guter Qualität. Wenn man das in der Presse liest, dass Winzer Wein entleeren, ausleeren, also in die Kanalisation eigentlich weggeben, dann tut das schon ein bisschen im Herzen weh. Wie siehst du das? Gehörst du auch ein bisschen zu denen? Also physisch würde das nicht so passieren. Physisch ist das so, dass dieser Wein wird ein bisschen abgegolten, plus noch mit also ganz kleine Beträge werden dafür noch ausbezahlt. Die werden dann aus den Kellen gepumpt und werden irgendwo zu Kochwein oder Tafelwein verwendet. Aber vernichtet wird schon auch. Ganz wichtig, nie vergessen, dass Wein eben in dem ganzen Kulturbogen, in dem er sich befindet, den Menschen Freude schenken soll. Angefangen von den Weinbergen, die in ihrer geometrischen Struktur die Landschaft prägen, schön prägen. Dann, dass man Keller besuchen kann, Weine besuchen kann und auch lokale Gastronomie mit den lokalen Weinen kombinieren machen. Also dass dieser ganze Weinkulturbogen, soll den Menschen Freude machen, dann haben wir Zukunft. Das glaube ich schon. Wir haben uns jetzt langsam ein bisschen fusselig geredet. Die Regula hat auch schon ein bisschen trockenen Mund. Ja, und ja, der Heinz an der Kamera hat schon ein bisschen hier den Muckibude-Krampf. Ich schlage mal vor, dass wir jetzt zurückgehen und vielleicht ein Gläschen noch versuchen. Also zuerst eine Glaubensfrage, Andreas. Zapfen, also Korken oder Schraubverschluss? Zunehmend Schraubverschluss. Technisch gesehen der bessere Verschluss als Korken. Nur sind wir uns halt das vielleicht etwas weniger gewohnt.
Wenn wir das aber in anderen Ländern beobachten, wie sich das entwickelt, auch in Deutschland, auch in Österreich, auch in Neuseeland, hat man zunehmend weniger Hemmungen, auch Schraubverschluss zu verwenden. Heute ist ein warmer Tag und dann ist das ein frischer Wein. Schön gekühlt. Schön gekühlt, der passt doch heute.